Porterfills Steger Nummer 2. Schon von früher her bis heute Zeit haben die Porter immer sein Teil in der Kommunität gehabt. Sein Wort war immer das Letzte und was sie gemeint haben, war die Regierung. Viele Plätze sind vorangegangen durch denen sein Plan und viele Plätze sind auch zurückgegangen, weil sie falsches Dings geplant haben. Die Plätze, wo nicht vorangegangen sind, waren in meiner Zeit, wo so ein ganz altmodisch Porter waren, wo wollt nichts wissen von Neues oder Modernes. Sie wusste dann nur von der Bibel und von dem Brevier. Dann, wenn jemand wollte etwas über Sünde wissen, haben sie dann geantwortet. Lieber Alvin, was ist es dann, wo dein Nerven so angreifen tut, dass es für dich entzündet ist? Ei, Pater, es ist unmöglich mir, es anhole die Fraule darum gehen, mit der kurzen Reck und mit der eng geschnitzelten Bluse. Was können wir drüber machen? Alvin, antwortete Pater, es ist ein großes Problem für die Männer. Und die Männer sollen nicht nach so Fräulein schauen, weil sie den Hellbogus in seinem Körper haben und damit heifen sie all die Männer zu der Sünde. Guck nach so an, Frau Mensch, dann wibbelst du seinem Hellbogus raus, dann bist du ins Sünde verloren. Der Alvin betet an einen Vater unser und bittet Gott, er sollte er entschuldigen, weil er so ein Frau Mensch angeguckt hat. Eine moderne Porter hat schon ein ganz anderes Wort für so eine Frage, wie der wohl Alvin gemacht hat. Er hat jetzt so ein Alvin, es ist so, weil wir in so einer strengen Sommer am Leben sind, können die Fräulein nicht ganz eingepackt darum gehen. Und sie haben nicht die Mode gemalt. Dann, was ich dir sagen kann, ist, dass du sollst nicht dein Gehirn voll sinnliche Pläne fehlen. Aber sie so als eine schöne Gottesspiegel beobachte, ist kein Sinn. Es ist Gottes Loben durch seine Gründung. So ist es. Dann hätte Alvin ein viel leichter Leben, wie der moderne Porter seine Auslegung, weil es ist für den Mann unmöglich, die Augen von einem Frau-Mensch mit Kurzzeichen wegdrehen. Die Augen wären so aus, wie wenn die Frau voll Magnete hätte. Noch über den Sommer. Es ist auch erbärmlich, so dann und wann am Rechnen. Früher war der Sommer nicht einigster, und es wurde dann immer ein Haufen Umstände da für den Porter, seine Pflichten tun und sonntags morgens die Messe in der Kapelle lesen. Er musste mit seinem Mühl einen Haufen Kilometer reisen und vielmehr durch einen Haufen Bacher reiten. Wenn sie dann durch den Regen voll Wasser wurde, dann war das immer ein großes Problem. Einen Sonntagmorgen war alles unter Wasser, weil es schon 3 Tage der Reihe noch geregnet hat. Da der Pater Fell seine Messdiener eingeladen, sollte mit ihm reiten bis an die Kapelle von Campes. Er hat dann angeholt mitreiten. Wie sie dann an die Campeser Bach gekommen sind, da war die ganz voll Wasser. Sie war am überlaufen. Sie musste aber einfach die Bach überreiten. Da der Pater und der Messdiener seine Mühle getuckt und sind in die Bachwasser durchreiten. Wie sie in die Mitte gekommen sind, hat man nur mit den 2 Mühlen sein Cap gesehen. Der Porter und der Messdiener unter Wasser bis an den Nabel. Das sah der Messdiener. Vater Filz, es fängt mir so langsam an zu pippen. Der Best tun wir anfangen, zu beten noch hilf. So fix wie möglich hat der Porter geantwortet. Nee, Benjamin. Wenn wir anfangen zu beten, tut meine Mühle sich knie. Dann sind wir rachstig alle 2 verloren. Oh, my God.